Hallo lieber Aufrufer, mein kleiner Nachruf hier ist der Tote von Fukushima. Ich habe hier heute aus dem Internet entnommen, Masao Yoshida. Masao Yoshida ist tot. Masao Yoshida, das ist der Tote von Fukushima, und Burkhard Müller-Ulrich aus der Achse des Guten, ein Kollege aus der Achse des Guten von Henrik M. Broder, dem Israel-Propagandisten. Der Tote von Fukushima und Burkhard Müller-Ulrich hat damals nach dem Fukushima-Unglück im Deutschlandfunk laut getönt, da gibt's doch keine Todesopfer. In jedem Bergwerk in Japan sind mehr Tote als in dem Fukushima-Super-GAU. Super-GAU wusste der gar nicht, was das ist. Also Burkhard Müller-Ulrich, entschuldige dich bitte, es ist dummes Zeug. Hier geht's um den toten Masao Yoshida, Direktor des Atomkraftwerks von Fukushima. Zum Zeitpunkt des verheerenden Tsunamis ist tot. Yoshida litt an Speiseröhrenkrebs und starb am Dienstag in einem Krankenhaus, wie die Betreiberfirma TEPCO mitteilte. So, das war hier meine Nachricht und ich zeige noch zum Ausweis hier. Heute ist der 10. Juli mit der Neuen Zürcher Zeitung. In den Zeitungen steht das noch nicht. Das ist der Punkt, wenn ich gestern in den Zeitungen gelesen habe, dass die 50 Atomkraftwerke wieder angeschmissen werden sollen, während ich gleichzeitig in den Medien höre, die haben 90-fache Verstrahlung des Grundwassers. Und nun ist also der Chef, der damals nämlich sich über die Anweisung hinwegsetzte, kein Wasser in die havarierten Anlagen zur Kühlung hinzuzugeben, das hat er gegen die Anweisung gemacht. Da hat er seine maximalen Strahlungen allerdings auch bekommen und er hat wahrscheinlich einen noch viel größeren Super-GAU, nämlich eine Explosion der Anlagen, dadurch verhindert. Also hier ist ein Andenken an Masao Yoshida und ich kann nicht verstehen, dass in Japan die Öffentlichkeit an so einem Fanal, wie das ein Hauptverantwortlicher der Betreiber TEPCO, Masao Yoshida, jetzt an einem solchen Krebs gestorben ist. 58-jährig. Also, danke für den Aufruf.